Ja, ich denke, Vermessung wird sehr, sehr viel machen, oder Lars? In dem 360-Grad-Ding geht ja noch gar nichts. Ja, das stellt jetzt die Frage, das wird ein Tick besser sein, nur mit Vermessung, aber ich glaube, das ist Reifen, Moment, ne? Der Reifen ist nicht im Fenster und dann kannst du draufschnallen, welchen Reifen oder Sturzreifen machen, wie du möchtest. Allein die halbe Stunde, die wird halt schon der Strecke wieder helfen. Ihr seid schon dabei, ne? Genau, die bereiten vor, dass wir einen Flatdown machen. Mein Gewicht ist momentan 86 Kilo. Baut ihr denn Teile ans Auto oder benutzen wir wirklich nur das vom Auto? Nur das, was vom Auto ist. Warum löst ihr den Sattel? Weil das Messrad leider nicht ganz passt dann. Also der Sattel ist mittlerweile so groß mit dem Belag, ja, dass es ein bisschen am Messrad ansteht. Mhm. Aber ein bisschen lösen reicht schon, dann ist wieder genug Platz. Aber ein Sattel dann handfest wieder, ne? Ja, handfest. So ein bisschen mehr als handfest. Ist Viertel, Viertel, Knarre. So. Völlig ausreichend. Ja, okay. Ich glaube, da hinten sieht man das schon. Und der Untergrund, wo ihr jetzt das machen könnt, also weil das könnt ihr quasi überall machen? Genau, also am Ende, das ist jetzt hier schon ein bisschen das Limit. Wir wollten jetzt aber nicht hier in der Halle jetzt alles umbauen. Also der Untergrund sollte schon fest sein. Wie eben, er spielt eigentlich keine große Rolle, weil wir haben halt hier die drei Füße. Ich kann es mal ganz kurz zeigen, wir haben Pins, die reinkommen. Geil, ne? Ja. Hier ist was los. So. Hier, vorhin, als du das andere Video gedreht hast, habe ich hier die ganze Zeit zugeguckt. Das war Also wir haben halt hier die Einsätze. An dem Einsatz ist eine Faser dran und unterm Auto steht ein Laser. Unterm Auto steht ein Laser? Oder vor dem Auto. Also hier steht der Vormauto, man kann auch unter das Auto stellen, je nachdem, wie hoch der Untergrund ist oder wie hoch das Offset ist. Also mit dem Laser, der scheint jetzt halt unter das Auto. Hier ist, man sieht jetzt leider nicht, weil halt die Bühne im Weg ist, aber und dann werden halt quasi mit der Laser quasi genau auf die Faser gestellt, an allen vier Patches oder an vier Platten. Dann weiß und dadurch sind die halt A in sich nivelliert, dass man halt drei Stück hat, weil wenn jeder in der Fahrt steht, ist genau gleich hoch. Ein, ne? Genau, und dann stellt man die ein und dann ist, wenn der Unterboden an sich gerade ist, ist es nicht gerade, ist kein Problem. Damit gleichen wir das aus. Brauchen wir, haben einen sehr schiefen Untergrund, gibt es auch noch so Klötze, die da drunter kommen, also Erhöhungen quasi. Dann stelle ich halt den Fuß drauf, ein bisschen höher, um einfach mehr Gefälle. Wenn er Wald- und Wiesenvermessung macht. Ja, Spar, altes Fahrerlager ist zum Beispiel sowas, wo man das dann einfach braucht. Da ist es einfach so uneben, dass man das dann einfach braucht. Genau. Was würdest du sagen? Und das ist auch ganz kurz noch das gleiche Messsystem, was wir auch für die Rennfahrzeuge benutzen. Also genau mit diesem Messsystem, exakt so wie es ist, würden wir auch die DTM-Autos vermessen oder vermessen wir die DTM-Autos. Was würdest du sagen im ersten Moment, was fehlt dem Auto am meisten? Was fehlt dem Straßenauto? Noch mehr Aero. Noch mehr? Noch mehr Aero, ja. Das ist Flo seine Abteilung, ne? Das noch mehr Spoiler. Anpressdruck. Noch mehr Aero. Wie viel? Doppelt? Also ich denke, mehr, also mehr, passt, mehr, du mehr so. Hilft immer. Mehr hilft immer. Es gibt ja manche Sachen, da ist viel hilft viel. Das ist bei Leistung, Aero, Gewicht und auch Reifen. Je mehr Reifen, desto weicher. Obwohl, du bist ja heute auch was mitgefahren. Findest du nicht auch, dass Leistung irgendwann auch mal gut ist? Ja, wenn du nur noch auf 99% Volllastanteil kommst, dann bringt dir Leistung nichts mehr. Aber die Leistung, die du vorhin gefahren bist, ich sehe die nicht fahrbar. Also, das ist doch unglaublich. Wir sprachen ja auch drüber, genau. Wir haben gesagt, kommend von 700, so 800, 900 wären schön. Aber ich glaube, dann bis, es war ja damals beim GT2 so, dass wir gesagt haben, wir brauchen alles, aber mehr Leistung brauchen wir jetzt im Moment erstmal nicht. Und wo dann das Auto extrem gut wurde, haben wir dann irgendwann gesagt, okay, jetzt könnte man vielleicht noch ein bisschen Leistung reinmachen, aber wir sprechen nicht von 600 PS. Und das ist Setup. Oder ist das Reifen? Oder ist das Kombi? Die Kombi. Die Kombi aus allem. Du hast ja ein Auto und ein Auto fühlt sich ja übermotorisiert an oder untermotorisiert. Oder es passt. Ja, der fühlt sich untermotorisiert an. Genau. Das ist, wenn du den Job gut machst, ist irgendwann der Motor zu klein. Das ist im Gesamtpaket sehr rund, ne, dafür, dass es eigentlich jetzt ein Heckmotor, so der 911 hat grundsätzlich einen kurzen Radstand, hat eine Gewichtsverteilung, die ist nicht unbedingt vorteilhaft mit dem Heckmotor, aber der ganze Rest ist schon nahezu perfekt. Ne. Man hat hier eine sehr gute Reifendimension, man hat eine extreme Aero für das Auto, man hat ein gut abgestimmtes Fahrwerk und das passt alles zusammen. Eigentlich der Trick ist, dass ich alles irgendwo auf einem Level habe. Und jetzt kann man sagen, okay, den Motor könnte ich jetzt anheben und man bräuchte dann im Auto sonst erstmal nichts machen. Was man, wenn man es hart vergleicht, mit vielen anderen Herstellern so nicht sagen kann. Wir leben ja davon am Nürburgring und wir haben ja mit Räder Motorsport auch aus Benchmarkgründen sind wir markenoffen. Aber so richtig was, wo man sagt, boah, wenn das jetzt einer mitkriegt, was das Auto kennt, ist jetzt noch nicht begegnet. Es gibt immer wieder, auch mal aus Japan, irgendwas Interessantes von den kleinen Autos. Ne? Aber ich sag jetzt mal so, der Lamborghini arbeitet da dran, macht auch Schritte. Die anderen auch mehr oder weniger, aber es nimmt keiner so ernst.
dass ich sage, ich fahre jetzt einen Track den ganzen Tag und der Reifen funktioniert, ist so die Peak-Performance, die kriegt fast jeder hin. Ne? So in einer Zeitung eine Runde hinknallen, das ist relativ einfach. Da ist auch, wie ich immer, Reifendimensionen ist immer so mein Lieblingsthema. Ne? Wir haben hier sehr große Räder, das ist robuster. Man sieht ja auch, wenn man jetzt auf das Rennauto geht, heißt ja immer flache Flanke, Gelenkpräzision und so. Ne? Und jetzt muss man sagen, mit dem Auto, das kann ich gar nicht einlenken. Ne? Das ist 18 Zoll, selber Durchmesser wie hier, aber die kommen trotzdem ganz gut ums Eck. Ne? 18 Zoll, ne? Ja. Das glaubt ja eigentlich keiner. Ne? Die hohe Reifenflanke, hinten ist es noch extremer. Das ist ein 710er Durchmesser, also der Durchmesser ist fast so groß für den wie der 21er. Ne? Aber das hat 21 Zoll und hier ist 18 Zoll, das ist alles Reifenflanke. Und das Luftvolumen macht die Reifendämpfung konstanter und auch die Anfälligkeit auf Sturz, auf Überkörbfahren. Also der Reifen arbeitet halt mit dem Untergrund. Ne? Genau, die Robustheit steigt. Die Federrate hängt vom Luftdruck hauptsächlich ab. Die Federrate ist erstmal gleich, also die Grundhärte ist erstmal gleich, nur der andere Reifen geht dann direkt in die Karkasse rein und dann baut sich eine andere Federrate auf. Dann mache ich den Reifen kaputt, wenn ich in die Karkasse reinfahre. Und das ist absolut von Vorteil, diese hohe Reifenflanke. Also ich würde mir beim RS wünschen, eigentlich 18 Zoll. Ja, ich sag mal, 20 Zoll wäre cool. Oder besser wäre, einfach den Durchmesser noch mal hochziehen. Ne? Boah, das irgendwann wäre aber auch Traktor. Ne? Weil ich finde, die Hinterachse auf dem Auto ist ja schon, wenn wir es mal separat so anschauen, das ist schon wirklich ein Reifen. Ne? Also, ja, da ist schon noch drauf. Ne? Das ist ja schon auch eine Flanke. Der ist wirklich weg, ne? Der ist tot. Der ist durch. Oh. Das ist schon eine Walze. Das ist ein ordentlich großes Rad. Und ich weiß noch, wo ich angefangen habe mit sowas, dann haben die Leute immer die Polos und sowas, kleine Räder, viel zu große Räder. Ja. Aber das ist relativ einfach. Man hat ja grundsätzlich eine Menge an Reifen, einmal Breite und einmal Durchmesser. Und das ist halt die Menge an Gummi. Und je mehr ich habe, desto weicher kann ich das machen, bei gleicher Haltbarkeit. Und ist jetzt schon ein bisschen komplexer, aber so kann man sich das, also so male ich mir das eigentlich auf. Und das hilft, das macht es auch robuster. Also entweder hält er dann länger oder er ist robuster oder ich kann weicher gehen und damit schneller fahren. Oder auch konstanter. Ne? Ich kann so eine Peak-Runde geht immer. Ne? Ein kleines Rad, weicher Reifen, schnell aktiviert, einmal fahren. Aber wenn ich jetzt sage, ich nehme einen Porsche und nehme alle anderen Hersteller und fahre ein Rennen, da wird der Porsche, der fährt halt eine Stunde durch und die anderen, das kann nicht schaffen. Das ist schon cool. Ein paar Asiaten schon echt ganz gut drauf sind, ne? Also ja, man kann auch immer kompensieren. Ne? Es gibt ja, ein langer Radstand ist besser als ein kurzer Radstand, trotzdem fährt das Auto mit einem kurzen Radstand sehr schnell. Das ist ja nicht so, dass dann mit dem langen Radstand alles überkompensiert, aber wenn man, das ist dann schon anspruchsvoller, das in Balance zu bringen. Länge rollt, ne? Ja, Länge ist... Ruhiger. Ja, mein Beispiel, wo es heißt, ich komme nicht um die Ecke, ne? Und dann sage ich immer, komisch, so ein Formel 1 in Monaco, nee, das stimmt. Geht gar nicht. Die haben ja 340 bis 360 Radstand. Ja, ist ja unglaublich. Wir machen mal ein Bild eben rein, weil ich glaube, die Generation über Formel 1 Fahrzeugen, was da am Radstand passiert ist, ist ja, das ist ja gar nicht, wir reden ja bei einem langen, extremen Verlängerung, bei 10 cm sagt man schon, boah, riesen Radstandverlängerung. Und die Formel 1 Autos haben wir eben zugelegt, Meter? Ja. Über die Jahre auf jeden Fall, ja. Einen Meter? Und die sind begrenzt, ne? Das ist, und der Vorteil ist, ich sag mal, Auto breit ist gut, Auto lang ist auch gut, weil ich beim Bremsen dann nicht so eine Radlastverschiebung habe. Das heißt, ich habe mehr Bremse auf der Hinterachse, das ist stabiler. Mhm. Die Aero unten drunter ist stabiler. Also das macht das Auto... Also stabiler gleichmäßiger. Die hatten so einen Energiewechsel. Ja, genau. So, wenn ich mit dem kurzen Radstand und auch dem Motor hinter der Hinterachse, dann habe ich ja sehr viel Impulse da drin. Ich habe sehr viel Massenträgheiten. Die muss ich wieder einfangen. Kann man alles kompensieren, ist aber anspruchsvoll. Ist dann wieder ein Kompromiss. Merkt man bei dem Auto nicht, weil es so gut gemacht ist. Aber es ist anspruchsvoller. Das ist das Gleiche mit Spurweite. Spurweite hilft einfach beim Kurvenfahren, weil einfach dann mein Lasttransfer von innen nach außen einfach geringer ist und ich einfach schaffe, eine gleichmäßigere Ausnutzung meiner Reifen zu haben. Also würde ich sagen, ist das beste Trackday-Auto aus dem Laden? Ja. Der Welt? 100 Pro. Es ist immer nur das Problem, einen zu kriegen, weil wenn man ihn gekriegt hat, ist er auch noch preiswert. Das ist das Verrückte. Im Vergleich. Weil er wird ja nicht weniger wert. Nee, das stimmt. Nein, aber das hört sich verrückt an, aber dadurch, dass das Paket so rund ist, also wenn ich jetzt sage, ich nehme einen M4 und baue was, da muss ich unheimlich viel reinstecken, als wird nie so ein Auto. Und nee, so was nicht, aber der M4 CSL hier auf der Strecke mit dem V5-Fahrwerk,
Reifen frisch, da war ein Cup 2R drauf. Da waren wir alle sehr beeindruckt, was das Auto da so abgeliefert hat. Ja, das war schon wirklich. Was ich interessant finde, ist der Punkt, dass wenn Menschen dieses Video jetzt schauen, die denken, Menschen fahren, kaufen sich Sportwagen und dann geben die Gas und dann fahren die einfach schnell. Wie viel Rechnen, wie viel Physik, wie viel Leistung reingesteckt wird in einen, ich kenne Leute, die gucken einen Stoßdämpfer an und dann sagen die, der ist kaputt, dann nimm doch einfach den aus dem Auto. Mhm. Also die Bauteile haben einfach nur den Namen und dann sind die alle gleich. Ne? Und ein Reifen ist ein Reifen, eine Bremse ist eine Bremse. Also das kann man ja gar nicht für jemanden, der neutral ist, wirklich dem nahe bringen, wie doll das ist. Das ist hundertprozentig so. Aber ich glaube, dass man das dann immer vielleicht für die, also jeder hat ja das, wo er sich mit auskennt, am Ende ist ja mit ganz vielen Dingen so, die immer von außen sehr gleich aussehen, aber aus näherer Betrachtung ganz unterschiedlich sind. Und ich glaube, das ist in ganz, ganz vielen Fällen so, aber wir zitieren auch immer gerne uns selber, wenn wir sagen, Rennautos oder jedes Auto fährt halt nach physikalischen Grundsätzen und die ändern sich halt in vielen Dingen nicht. Und nicht ganz so viel nach Gefühl, sondern ganz viel nach Physik. Und wenn man die mal verstanden hat oder auch versteht, ich glaube, keiner hat sie so ganz verstanden, so in 100% der Tiefe immer und jedes Phänomen verstanden, aber wenn man, je besser man die Grundzüge versteht, umso einfacher ist es nachher kann man auch sich bewegen. Genau, und dann die richtigen Schritte zu machen und dann auch, man muss halt analysieren oder verstehen, woran liegt es gerade, aber wenn man dann auch weiß, warum es so ist, ist es viel einfacher da. Und wenn man da dran gearbeitet hat und das am Ende tatsächlich schneller fährt, da leben wir halt von, das macht uns dann Spaß und deswegen machen wir auch das da drüben, ne, die DTM. Auf einem sehr, sehr hohen Level, in einem sehr tollen Wettbewerb und man fährt da gar nicht so viel und man hat auch nicht viel Zeit und da muss man halt diese Theorie mit der Praxis immer, weil das Schöne bei dem Rennsport ist ja, das Ergebnis kommt immer automatisch und dann kann ich mal sagen, ja, aber und hätte, aber es sieht trotzdem doof aus, wenn man Letzter ist und sieht schön aus, wenn man Erster ist. Total. So. Es wird heißer, Vermessung ist durch. Jetzt werden die Radlasten noch schnell eingestellt. Dazu sind jetzt erstmal zwei Radsätze aufgeheizt, und zwar einmal der Cup und danach den Cup 2R. Für mich wird es auch erstmal sein, wirklich einen aufgeheizten Reifen hier so zu fahren, obwohl wir sagen müssen, wo wir damals gefahren sind, hatten wir eine extrem hohe Reifentemperatur. Das heißt, er war in der im Arbeitsfenster, war ich sogar aus dem Arbeitsfenster schon wieder raus. Möglich. Aber sturztechnisch haben wir ein ganzes Pfund dazugelegt. Wir hatten vorher 1,75 vorne, links, 1,91 rechts. Umso mehr Sturz du auf die Vorderachse drauf tust, ne, umso mehr wird bei den Borsigplätzen, ne, also bei den Rundfahrten, wird das Auto besser rumkommen. Und wir sind von diesen 1,75 auf 2,4, von 1,91 auf 2,8 Grad. Das heißt, der wird gleich schon stehen. Wie viel Grad haben die Reifen? Die Reifen werden gleich so um die 80 Grad haben. Du kennst das ja sicherlich vom im Auto, wenn man sieht, dass man auch Reifentemperaturen hat, die deutlich höher sind. Aber man hat halt einen sehr großen Temperatursplit vom Gas, was da drin ist, was man auch misst, und zu der Oberfläche. Und die werden sich dann, wenn man mehr und mehr fährt, werden die sich noch weiter aufheizen. Aber das ist so die Temperatur. Was aber hier bedeutet, dass wir auf jeden Fall im Auto sitzen müssen. Ja. Reifen drauf, raus. Ne? Ja, das geht gleich quasi DTM-Pitstop. Nur in langsam. In langsam. In. Wir fahren erst noch mit den Cup 2. Die sind jetzt nur kurz im Heizzelt, damit die so ungefähr so warm, damit die nicht nochmal wieder warm fahren muss. Und dann Meine? Cup, ja, genau. Die sind fertig. Um einfach ein bisschen Zeit zu sparen, haben wir die jetzt noch. Ach, die alten Cups, die Cups von mir? Ja. Sollen wir die wirklich mal drauf machen? Einfach nur, um zu sehen, wie fährt sich das Auto mit einem anderen Setup jetzt. Okay. Für dich im Vergleich, ich glaube, das ist der ehrlichste Vergleich für dich. Weil der andere Reifen fällt schon viel, ne? Genau, dass du einfach jetzt... Das ist ja nicht... Wir verlieren jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit. Ich denke, die Zeit haben wir. Und ich glaube, das gibt den besten Vergleich auch für dich. Was bringt jetzt das Setup und was bringt dann nochmal der Reifen? Auch einfach allen zu zeigen, okay, das ist jetzt wirklich ein krasser Unterschied. Nur Setup. Ich habe es nochmal vom Video ein paar Kommentare gelesen und da war auch mal der Wunsch, okay, zu sehen, was bringt der Setup, was bringt Reifen, und um das nochmal besser darstellen zu können, glaube ich, ist der beste Vergleich. Geil. Dann packen wir es. Wir haben auch nur noch ein kleines Zeitfenster, bis der Regen wieder angemeldet ist. Es wird trockener, leider ist die Problematikkurve immer noch nass, aber das wird sich auch heute nicht mehr ändern. Das wird eher noch nasser. Der Wetterbericht sieht nicht so gut aus. Draußen werden gerade die Reifen draufgesetzt, Luftdruck wird angepasst. Jetzt fahren wir zuerst den alten Reifen von mir noch, den Cup 2.
abgefahren, um einfach das Setup wirklich zu spüren, ob es einen großen Unterschied bringt. Ne? Wir haben die Sturzzahl, wir haben Vorsprung, wir haben alles Mögliche jetzt eingestellt. Fahrzeughöhe minimal, Radlasten eingestellt und jetzt, also jetzt fühlt sich auch wirklich gerade an wie VLN früher. Und an allen Ecken und Kanten wird geschraubt und gemacht und getan. Hier drin ist auch die Hölle los überall. Und dann werde ich von hier direkt runter von der Bühne raus hinstellen und dann auch direkt Zeit fahren und gucken, ob es was bringt. Und dann kommen wir wieder rein und werden dann auf den heißen Reifen gehen, auf den Cup 2R und nochmal schauen. Linientechnisch habe ich gerade beim Lars noch mal ein bisschen gequatscht, wo ich mal wirklich zustimmen muss. Aufgrund der geringeren Motorleistung macht es Sinn, an manchen Ecken weiterzufahren und diese Geschwindigkeit lieber mitzunehmen mit dem Grip-Level, was er hat, statt dieses etwas eckigere, harte Fahren zu machen. Ne? Und dazwischen werden wir gleich schauen. Also das ist jetzt für mich auch wirklich sehr spannend und das Coole ist, dass es einfach auf dem Heimgelände ist. Ne? Gleich geht's los. War das schnellste, das war jetzt 53,4. Okay. Also Auto fühlt sich auf jeden Fall, also ist außer Frage, Auto fühlt sich besser an. Ja. Ich krieg mehr Kraft in den Boden. Ja. Ich kann besser lenken, kann auch wirklich sehr, sehr gut bremsen. Ja. Das klappt alles wirklich super toll. Weil ich weiß noch, bei der Runde, wo wir damals gefahren sind, hast du dieses wirklich gehört, hat man ja im Video auch gehört, wie der dann vorne schob. Das ist nicht mehr da. Ja. Auch mit den toten Reifen. Wir gucken mal, was ein Cup 2 ist jetzt. Wenn wir jetzt Glück haben und das Wetter ein bisschen hält, dann können wir Folgendes machen. Dann können wir damit mit dem fahren. Dann würden wir Lars einmal fahren lassen. Ja. Vorne rechts oder rein. Boah, krass. Heiß. Das ist geil. Okay. Und du musst, wie gesagt, der Reifen hat jetzt einen Peak. Also am besten ist der Reifen, fahr nach vorne ein bisschen Gas bremsen, dass du die erste, das ganz scheine. Ab da kannst du volle Hebel fahren. Also fahr bis nach vorne ein bisschen weg. Und dann gebe ich. Wurde die Fahrzeughöhe verändert? Nein, ne? Minimal? Minimal. Minimal. Warum? Ich habe das Gefühl, jetzt mit dem Setup so gerade, ist das Auto ein Tick zu weich gewesen? Wir sind komplett offen mit dem Dämpfer. Wir können jetzt wieder auf 0 gehen. Weil jetzt mit dem Reifen, glaube ich, würde das auch sagen. Jetzt, genau, das ist jetzt zu weich. Auf 0-0. Lass uns auf 0-0. Ja. Auf Dämpfer, ne? Ja. 0-0. 0-0 auf Dämpfer. Und Sperre ist, glaube ich. Sperre würde ich sagen, ist auch gut. Ja. Und in der langen Kurve bin ich weit gefahren, wie du gesagt hast. Da mit der Dynamik an. Ist auf jeden Fall gut, weil du kannst den floren und dann macht er das. Genau. Ich glaube, das bringt Zeit. Weil du musst nicht kämpfen. Okay, dann steig mal ein. Also das ist Wahnsinn. Jetzt mit dem Regen sind wir genau die gleiche Zeit gefahren wie trocken. Ja, ein bisschen Zeit gefahren. 51,8. Willst du achtmal schnell noch einsteigen? Bitte. Ja. Oh.
Ich hab langsam Tat, weil ich habe die Hose voll mit dem Ding hier. Warum? Nein, weil wenn ein Cup Air auf nasse Strecke, wie du gerade beim Anbremsen merkst, hast, du fährst los und denkst, okay, keine Ahnung, wie viel Grip noch da ist, wenn du in die Nässe reinfährst. Hm. Weil wie die Jungs gesagt haben, vorne ist die Reifentemperatur von 90 kommend, oder? Was haben wir? Trotz Fahren auf 66 schon gedroppt. Ja, krass. Genau. Und da merkst du halt, wie einfach Temperatur, wie jetzt beim Anbremsen, du bremst ab. Ja. Nix. Keiner mehr zu Hause. Genau. Ja, einfach gerade was weiter. Ja, die Kamera lief gerade nämlich nicht. Und das brauche ich für mein Ego auf jeden Fall. Was für eine Zeitunterschied hatten wir gerade? 2,8 Sekunden. Nein, aber was für mich was wirklich krass ist, ist ein Cup 2R, glaube ich, kannst du nicht einfach drauf machen und glücklich werden. Sondern du musst lernen, was der Reifen kann im Vergleich, weil auf einen Schuss so, glaube ich, da geht doch so viel mehr mit dem Reifen, was du aber gar nicht, ich kenne das Auto gar nicht mit dem Reifen. Da ist es ein cooler Reifen, aber das ist ja ein Riesenunterschied. Der Reifen ist schon, der macht einen schon auf Anhieb glücklich, weil er einfach der Cup 2R, weil er einfach viel mehr Potenzial bietet. Aber er huppelt auch und macht und tut, ne? Ja, aber nur eigentlich, wenn die Bedingungen, die waren jetzt wieder nicht optimal, weil es hat schon angefangen zu regnen, wo du gerade gefahren bist. Deswegen ist die Zeit eigentlich umso krasser, genau, dass das funktioniert hat. Aber wenn der mal in ein Fenster kommt, wo er wirklich auch an der Oberfläche die Temperatur kriegt und leicht angeraut ist, genau. Das ist brutal, was das für ein Unterschied macht. Macht eigentlich alles besser. Ja. Was wir noch machen können ist, jetzt wo es regnet, wir können uns gerne mal die Daten anschauen, einfach gucken, okay, wo hast du jetzt wirklich gewonnen im Vergleich vom Cup 2, vom gebrauchten Cup 2. Drin, ne? Ja. Ja, komm, wir gehen mal rein, da waren wir noch gar nicht. Und gucken einfach mal, wo sind da die Unterschiede. Ne? Ja. Wir gucken und beschränken uns jetzt erstmal in dem, worauf wir jetzt schauen, gerade in der ersten Sache auf Fahrerinputs, also Gaspedal, Bremsdruck, Lenkwinkel. Hier oben ist die Drehzahl. Mhm. Grün, die grüne Runde, ist die Runde mit dem gemachten Setup mit dem Cup 2. Ja. Und die rote Runde ist die Cup 2R geheizt. Ja, krass. Indem, wie wir es jetzt gemacht haben, haben wir eine 52,9 für die Runde mit dem Cup 2. Also unsere fängt ein bisschen, haben wir jetzt geguckt, unsere fängt ein bisschen zu früh an. Also unsere Runde geht los, wenn du schon ca. 70 km/h drauf hast. Also deswegen ist die Rundenzeit ein bisschen schneller, weil unser Startpunkt ist nicht genau da, wo dein Startpunkt ist. Ja. Du kannst mal gucken, man sieht es hier in der Map ganz gut. Das hier ist ja diese schwarze, hier ist die Gatterlinie. Da ist die echte. Und hier geht unsere Runde los. Das hat nicht so ganz gepasst. Wir waren halt noch nie hier, haben es halt nur über Google Maps gemacht. Und deswegen passt es nicht ganz. Also die Runde ist dann auch eine ganze Runde. Was nur ist das der Start. Streifen hier eigentlich? Ja, das ist halt eine Google Maps Aufnahme. Mhm. Keine Ahnung, wer sowas macht. Krass. Verstehe ich nicht. Geh mal raus, bitte. Haben wir da hinten auch noch? Da auch welche? Ach nee, guck mal, da ist gerade gut gelaufen. Okay. Kann man grob die Jahreszeit abschätzen. Das sind die zwei Runden, die wir uns angeschaut haben. Also wie gesagt, hier oben ist die Drehzahl, dann ist hier die gerechnete Fahrzeugbalance. Da Fahrzeugbalance? Fahrzeugbalance, also untersteuern, übersteuern. Oh. Mhm. Dann hier die Geschwindigkeit, den Lenkwinkel, den Bremsdruck und die Gaspedalstellung. Das sind jetzt so die Key-Faktoren, einfach um jetzt mal zu sagen, okay, wie war grundsätzlich die Runde, wo waren die Unterschiede und so weiter. Aber wenn man das wirklich auf einer längeren Strecke so auswerten kann und man hat einen ganzen Tag Zeit und Reifen und allem drum und dran, dann macht man doch aus einem Fahrer, jetzt in meinem Fall zum Beispiel, da holt man doch so viel raus. Du lässt das war eigentlich der Plan für heute. Ja, nur das hat jetzt heute ist jetzt genau, ja. Aber ja, das also. Aber die Strecke ist jetzt auch, finde ich, schwierig für sowas. Wenn man jetzt eine richtige Strecke hat und man macht das wirklich einen ganzen Tag, dann musst du schneller werden. Ja, hundertprozentig. Also das geht ja gar nicht anders. Das ist auch das. Also bevor wir jetzt vielleicht hier einsteigen, vielleicht machen wir einen kleinen Schwenker und du hast gerade einen Fast Lab Mikrosektor Report offen. Also wie du ja schon gesagt hast, das ist eine Sache, da findet man super viel Zeit. Was wir halt viel machen, ist halt mit den Fahrern, gerade in der DTM ist eine reine Fahrermeisterschaft. Da versuchen wir das Paket, wenn wir an die Strecke kommen, schon ein Auto zu haben, was eigentlich fast da ist. Also das muss schon stehen, das muss da sein, deswegen ist halt auch Testen recht wichtig, wo man halt sagt, okay, das Auto ist schon da und ab dem Punkt sind wir eigentlich eine Mischung aus Psychologe und Driver-Coach in dem Fall, weil auch wenn die Profis sind und super gut fahren können, versuchen wir halt die Menge an Daten, die wir haben von allen Fahrern zu nutzen, um zu sagen, ach guck mal, in der Runde 3, da hast du vielleicht einen Fehler gemacht, da hast du dich verbremst, bist aber eine ganz andere Linie gefahren und warst dadurch schneller. Dementsprechend
teilen wir immer eine Strecke in verschiedene Mikrosektoren auf. Die sieht man jetzt hier im Beispiel Hockenheim. Das sind auch. Aber wir haben das ja sogar auch von unserer Strecke gemacht, ne? Genau, das haben wir auch. Die Lasee ist ja auch an der Seite. Jetzt sind die, dadurch, dass die Daten ein bisschen durch den Regen und sowas, ist das nicht ganz so brauchbar. Deswegen zeige ich dir erstmal ein Beispiel, wie wir halt real mit den Fahrern dran gearbeitet haben. Das ist ein Report, den haben wir selber entwickelt. Der wird automatisch, während wir mit den Fahrern sprechen, gebaut. Mhm. Und dann werden diese Mikrosektorzeiten von jedem Fahrer direkt analysiert. Krass. Das funktioniert dann über GPS. Und dann kann man halt sagen, okay, die Rundenzeit, die konntest du fahren. Ja, er hat es nicht zusammenbekommen, woran liegt denn das? Und dann sieht man, okay, gleichzeitig, der Thomas jetzt ist... Kleine Zwischenfrage. Ihr addiert die aus den verschiedenen Fahrern zusammen? Das sind unsere beiden Fahrer? Weil das, der Punkt ist ja der, wenn der an diesem Minisektor dort das Fahrzeug gerade auf der linken Spur hat, aber er dann dadurch einen besseren Sektor in Sektor 3 hat zum Beispiel, den Folgesektor, aber das Auto dann auf der rechten Fahrspur ist, kann man das ja nicht zusammenrechnen. Richtig, deswegen legen wir halt unsere Mikrosektoren so, dass man dann immer eine Kombination an Strecke hat. Das hier ist jetzt hier Hockenheim ist ein sehr gutes Beispiel, wo man sagt, Mikrosektor 5 startet hier und 6 geht hier. Mhm. Alles, was Kurve 8, 9, 10, 11 ist, das muss man sich ganz einzeln angucken, das ist ein Paket. Okay, wie er das handelt, das Paket. Wie er das handelt. Jetzt in Kurve 6, dann bremst du immer außen an und landet dann irgendwann mal wieder außen. Das ist dann halt eine Sache, die man sich wirklich als einzelne Kurve angucken kann. Aber dann gibt es halt die Kombination, auch wie hier die Kurve, die halt offiziell 3 Kurven sind, wo wir sagen, das ist halt, wie du schon sagst, wenn du weiter links oder rechts bist. Dann hat der da den Vorteil, Sektor stoppt. Und dann ist er viel langsamer, wenn er rauskommt. Genau. Dann haben wir an der Lasee auch, wenn man jetzt mal hier ganz kurz schaut, also die Kurven bei uns jetzt 4, 5 und 6 sind auch ein Mikrosektor. Wir sagen, okay, 4, 5 und 6. Wenn man jetzt da anders wäre oder da mehr Geschwindigkeit mit reinnimmt, kann es sein, dass wenn man da einen Mikrosektor machen würde, der schneller wäre, aber 5 einfach langsamer ist. Also deswegen gucken wir immer, es ist ein Mikrosektor, ist immer jegliche Kurvenkombination, die einen Einfluss auf die nächste hat und dann in sich abgeschlossen ist. Bei 4, 5 und 6 sind da, wo Lars und ich am meisten gequatscht haben oder wo unterschiedliche Linien so sind. Jetzt war der Tag natürlich vom Testen her nicht so ideal für den Regen, um das rauszufinden. Ich bin der Meinung, das, was Lars gemacht hat, war schneller. Auch aufgrund seiner Erfahrung, weil er hat recht, das flachere Drehmoment, weiter raus, Geschwindigkeit mitnehmen, anstatt dieses Turbofahren, was bei mir war, den Zusammenstauchen rum und dann wieder rein und dann in die 5, ne? Kannst du dann reinstechen. Hingegen Lars kommt von der 4 in die 5, kommst du mit so einem Schwung rein und bremst viel später in der 5 dann. Also du trägst die Geschwindigkeiten anders mit. Und ich glaube, addiert, würde ich sagen, ist das dann mit so einem Saugmotor, schneller. Mit Heckmotor und mechanischem Grip, ist das, glaube ich, dann besser. Ne? Genau, das ist genau das, was du schon vorhin angesprochen hast. Das ist einfach, je nach Fahrzeugkonzept musst du andere Linien fahren. Wir sehen das im Nürburgring auch, in GT2 musst du anders fahren, in GT3. In GT2 musst du am Scheitelpunkt überverlangsamen, sodass du ans Gas gehen kannst, also das Auto rotieren und dann rausschießen. In GT3 kannst du dadurch, dass er weniger Leistung hat, deutlich weniger Leistung, aber annähernd gleich viel Grip, über den Scheitel einfach wegfahren. Und das ist hier genau das Gleiche, wie du es erwähnt hast. Turbolinie ist anhalten, umdrehen, abschießen. Ja. Und der andere ist einfach Geschwindigkeit mitnehmen, weil das Auto hat zu wenig Leistung. Das ist eine geile Beschreibung. Ja, aber anhalten, umdrehen, abschießen. Aber im GT2 fühlt es auch so an. So. Hättest du gedacht, dass wir hier mal sind mit den Jungs und hier sitzen und dann reden wir über die Strecke und werten sowas aus? Also ich glaube, dass dieser Tag einen super Einfluss haben wird auf alle Folge-Lasisee-Videos. Ne? Weil das zu sehen und die Unterschiede so zu sehen, zu erkennen, die Gespräche zu führen, mit jemandem, das erste Mal mit jemand anderem im Auto zu sitzen, der auch auf Zeit fährt, das ist erstmal vom Beifahrer, dass ich sehe, von der anderen Sitzposition, wie du da rauskommst und wie du das machst und so. Das habe ich ja noch nie hier gesehen. Und das ist das für mich super spannend, super geil, dass auch die Dosierung. Und am krassesten war für mich zu sehen, dass du das Auto halt wirklich mit zwei Füßen fährst hier. Ne? Und ich weiß auch nicht warum, haben wir kurz darüber gesprochen, auf der Rennstrecke fahre ich mit zwei Füßen, hier fahre ich mit einem Fuß. Aber ich glaube, dass das Zweifußfahren einfach diesen Bremsimpuls, den es ins Auto reingibt, da reagiert er so gut drauf und wahrscheinlich die Drosselklappe sogar noch einen Tick offen bei dir, ne? Ich glaube, dass es hier vor allem der Hauptvorteil hier ist, glaube ich, dadurch, dass es so winklig ist und so langsam, dass du oft einfach mit dem linken Fuß ein bisschen vor der Achsel hast, ein bisschen zugeben kannst. Genau, du kannst einfach das Auto ein bisschen mehr pitchen in diesen langsamen Kurven, wenn du merkst, oh, ich bin nicht jedes Auto lässt zu. Das muss man dazu sagen. Ja. Es gibt ja auch Autos, die, wenn das Auto erkennt,
dass du Bremse, Gas gleichzeitig machst, dann macht der Cut. Aber normalerweise ist es ein zeitlicher Faktor. Also der Overlap, so ist bei unseren Autos, darf nicht länger wie, weiß ich nicht, eine Sekunde sein, dann bricht er ab. Aber der Input kommt normal nicht eine Sekunde, sondern das ist nur ein kurzer Tip-In, um die Vorderachse, gerade in diesem 360 Grad, um die Vorderachse wieder zu aktivieren oder ja, ein bisschen zurückzuholen. Ich glaube, dass das bei einigen Fahren schon hilfreich ist. Du quetschst quasi ein. Ne? Genau. Also das Auto, du fährst so durch, dadurch, dass du Bremse, Gas gleichzeitig kurzzeitig drückst, gibst du ja Last auf das vordere Rad nochmal drauf, indem du den Wagen von hinten quasi nachschiebst. Weil das so fühlt sich auch vom Beifahrersitz an, da sind Gefühle und Bewegungen bei, die hat mein Auto so nicht, weil ich einfach den dosiert versuche, die Last durchzutransportieren, dann schiebt er so ein bisschen, mal ein bisschen weniger. Und dieser Moment zwischen Gas rausnehmen, rollen, wieder warten, bis der wieder Grip aufbaut, das ist der Zeitunterschied. Den Grip, den alle vier Räder dir bieten, du über die Runde mehr ausnutzt. Und das machst du auch in Nordschleife genauso? Ja. Aber da machst du es hauptsächlich eigentlich aus Gründen mit schnellen Kurven, wo du wirklich nur kurz ein bisschen zubremst, dass du nicht zu viel Pitch ins Auto kriegst. Bleibst am Gas, bremst nur leicht zu, gehst wieder weg. Aber ich fahre Straßenauto auf der Straße auch nur mit einem Bein. Und sobald ich Rennstrecke fahre, aktivieren sich beide. Hier ist auch wieder ein Beispiel, wo man halt wirklich sieht, die sind jeweils sind auf dem Hundertstel gleich gefahren, sind aber komplett hier außen gefahren. Also grün ist in dem Fall der Dennis und rot ist der Thomas, in eine komplett andere Linie gefahren. Wenn man sich jetzt einfach nur den normalen Trace ansieht hier, der Dennis fährt halt viel schneller rein, bremst dann später und ist gleichzeitig auf dem Gas, braucht aber viel mehr Strecke. Jetzt sind das so persönliche Fahrstils von den Fahrern und es ist wieder ein gutes Beispiel, dass man mit ganz verschiedenen Stilen die gleiche Zeit generieren kann, weil beide sind 23.72 gefahren, wo man sagt... Aber dann würde ja der Verschleiß dann der nächste Wertungspunkt, wenn ich jetzt Chef wäre, sein. Wenn der damit dieselbe Zeit generiert, wäre für mich trotzdem der bessere Fahrer, der das Auto dort schonender durchbekommt. Das ist im Langstreckensport ist ein großes Thema. Also da gerade so eine Bremse, die tauscht man dann halt schon mal oder ist so knapp da dran, ob man 24 Stunden durchfahren kann oder nicht. Bei einem Sprintrennen ist das so, ja, ist das ein Thema, da lassen wir sie fahren, da lassen wir sie holzen und dann ist man froh, wenn noch was zurückkommt. Lassen wir sie holzen. Aber dann kommen wir doch auch noch mal zu den beiden Runden. Ja. Ich glaube, es ist nochmal ganz interessant. Also wie gesagt, die erste Runde mit dem Cup 2 ist grün und dann Cup 2 ist rot. Die Runde geht los, du beschleunigst hoch. Man sieht auch unten immer in den Pfeilen, wo wir jetzt gerade sind. Und dann geht es schon an die Bremsphase. Also man sieht auch, du bremst dann nochmal Bremsdruck runter über die Kuppe und bremst dann weiter. Ja, musst du. Genau, sieht man sehr gut und man sieht trotzdem, dass du das machst, bleiben immer die Vorderräder stehen. Also hier sieht man jetzt nur den kinkigen Geschwindigkeitsgrafen. Wenn wir uns dann aber einfach mal nur die Bremse anschauen, ich mache jetzt mal ein Outing weg, einfach nur, damit man es ein bisschen besser sieht, sieht man jetzt hier, dass die Hinterräder eigentlich kaum verzögern, aber die Vorderachse einfach stehen bleibt ein bisschen. Das ist jetzt ein Zeichen dafür, dass die Vorderachse da mehr entlastet als die Hinterachse. Dämpfer ist zu hart. Ah, ich würde gar nicht Dämpfer sagen, aber am Ende, wir bräuchten jetzt noch mehr Sensorik im Auto, um es final zu verstehen, woran es wirklich liegt. Wie viel Radlasten wir dann auch in welchem Moment haben. Bist du mal drüber gefahren, dass du weißt, was da so... Ja, wir sind mit dem Lars einmal gefahren. Das ist ein richtiger Sprung. Ja, es ist wirklich... Aber das sehen wir auch an anderen Stellen, also Pflanzgarten 2, Pflanzgarten 1, auf der Nordschleife ja, genau, sind auch die Dinge, wo wir dann auch genau so hingehen und sagen, okay, mit Sensorik, was ist unsere Fahrhöhe, wie viel Radlasten haben wir dann noch, wie können wir vielleicht auch eine Federrate, eine Dämpfung... genau für die Dinge dann noch ein bisschen besser machen, um dann da eine bessere Radlastverteilung auch in den Momenten zu haben, vielleicht schneller wieder Radlast aufzubauen, weniger Peaks drin zu haben. Da muss man ja auch einen Kompromiss aufbauen, ja, weil das Auto kann man ja nicht einstellen, so Kurve 7, diese Einstellung, genau, und Kurve ja, 9 machen wir die und Kurve ja, 10 machen wir die, ja, sondern ihr müsst ja dann die Wichtigkeit erstmal rausrechnen. Exakt, ja. Das heißt, diese Kurve, wenn die schlecht ist, verlieren wir zu viel Zeit auf der Runde. Exakt, so ist es. Also so 100%. Deswegen gibt es auch mal so die Fahreraussagen. Es gibt dann Fahrer, die dann erzählen einem ganz viel, was das Auto macht und unter Zeitdruck sagen, okay, was ist dein Main Limiting Factor? Also was hindert dich wirklich daran, schnell zu fahren? Und dann, das ist ein Satz, den du so vielleicht nicht formulieren sollst. Was hindert dich daran, schnell zu fahren? da sitzt du dann so. Ich kann auch Wäsche machen, wenn du Bock hast. Es ist ja eine produktive Frage. Die Antwort sollte nicht sein, ich selbst, sondern die Antwort sollte sein, untersteuern in Low-Speed-Kurven zum Beispiel. Aber
das Input, der Input ist immer gut, aber man muss wirklich dann auch unterscheiden, okay, wie viel Zeit habe ich gerade, wie viele Kompromisse kann ich eingehen und vielleicht muss ich mit einer Balance oder mit einer Änderung in einer bestimmten Kurve oder in einer bestimmten Fahrsituation leben, um im Großen und Ganzen trotzdem schneller zu sein. Ja, und ja, da ist auch wirklich viel natürlich, dass man den Fahrer gut versteht. Eine wichtige Komponente ist da wirklich dann das Verhältnis Fahrer zu Ingenieur, dass man versteht, was braucht er jetzt. Und auch dann wirklich ganz, ganz viel Daten schauen. Auch so ein Mikrosektor-Report hilft einem auch viel zu sagen, okay, wir haben zwar ein Balanceproblem in der Kurve, aber wir sind eigentlich schnell und wir glauben nicht, dass wir noch viel schneller fahren könnten, selbst wenn wir ein bisschen weniger Untersteuern hätten. Wenn wir jetzt aber generell weniger Untersteuern im Entry in Low-Speed haben, dann haben wir ein anderes Balanceproblem, was uns viel mehr Zeit kosten könnte. Und so muss man, genau, so muss man dann immer abwägen, wie viel kann ich am Auto ändern, was hat das für Auswirkungen auf die Gesamtperformance. Wenn du jetzt so drauf guckst, wo würdest du denn sagen, ist der größte Sprung passiert zwischen den beiden Reifen? Ja, das können wir uns gerne mal anschauen. Interessanterweise hatten wir viel mehr damit gerechnet, dass wir in dem Kreisverkehr schneller werden. Hat aber leider gar nicht so viel gebracht. Wir sind hier, also in dem Bereich, jetzt sieht man es ganz gut. Also es kann aber auch sein, weil für mich halt das Limit zu erfahren, es war halt eine Runde, dann fing halt der Regen an. Ja, genau. Also hier ist es wirklich ein relativ krasser Unterschied. Bist du da? Oder? Ja, ja, genau. Ja, da merkte man es. Wenn man jetzt auch mal reinzoomt, wir sehen, du bist auch ein bisschen anders gefahren. Kreisverkehr ist jetzt mal ein bisschen enger, mal ein bisschen weiter, aber das ist wirklich, glaube ich, gerade wenn der Reifen anders tut, genau gleich zu fahren, relativ schwierig. Kommst du ein bisschen weiter raus und hier hast du deine Linie adaptiert, also rot ist zu einem Cup 2, bist du weiter rausgefahren. Ja, weil ich mehr Geschwindigkeit mitnehmen wollte, genau. Habe ich glaube ich sogar auch. Hast du? Ja, sieht man genau, wenn jetzt da hier gucken, bist du da definitiv schneller. Ne, das hier, das war dein Input. Voll gut. Ja, aber du musst immer sehen, du bist einen anderen Reifen jetzt gefahren. Ja. Mhm. Ja. Nee, aber das musst du ja trotzdem auch machen. Ja, ja, sicher. Ja, genau. Ja. Die ultimative Ableitung daraus ist einfach schwierig, dadurch, dass wir zu, wie du gesagt hast, zu wenig unten und zu wenig. Genau, ja. Wenn wir jetzt einen guten Tag hätten und das hätten so voll durchziehen können mit dem Wetter, dann hätten wir natürlich jetzt noch viel mehr valide gucken können. Aber ich glaube, jetzt eine Idee zu geben, was kann man grundsätzlich machen, ist das, glaube ich, schon ganz cool. Und kann man den Leuten. Für mich bringt das gerade sehr viel. Ja, einfach erzählen, was man so machen kann. Also da ist der erste Unterschied. Und dann ist wirklich hier in dem zweiten, ja, Kreisverkehr, sage ich mal, konntest du viel mehr Geschwindigkeit mit durchnehmen. Also wir reden da über 7 km/h knapp, die schneller sind, das ist schon deutlich. Also wenn wir überlegen, wir reden da über 60 zu knapp 70 oder 63 zu 70 km/h. Da sind 7 km/h schon über 10% schnellere Kurvengeschwindigkeit. Also das ist schon eine sehr große Menge. Du konntest auch viel schneller als hier dann in Kurve 6 reinfahren, bist gleich rausgekommen, musstest hier deutlich weniger vom Gas gehen, also hast du so einen kleinen Lupfer drin, der deutlich kleiner ausgefallen ist, sieht man da auch hier direkt in der Geschwindigkeit, also es ist deutlich, deutlich schneller. Wie viel so ist das da? Das 7 km/h. Mhm. Ich glaube, wenn wir wirklich gute Bedingungen hätten, Cup 2R an einem Peak, ja vielleicht, mit einem kleinen Lupfer würde es, glaube ich, gehen, aber dafür muss es nicht passen. Das ist der Grund, warum die Zeiten bei diesen kleinen Autos so gut ausfallen, weil das Auto gleichmäßiger, unhektischer drüber geht, weil ich es Vollgas drüber fahre. Ja. Und bei den, zum Beispiel der R8 Twin Turbo oder sowas, diese großen Autos mit super viel Leistung, 1000 PS oder sich was, da ist das ist so schwer nachvollziehbar. Ich glaube, wenn man da drauf guckt, dann denkt man, boah, der macht jetzt die Rundenzeit, aber du kommst mit dieser Furie an, musst den dosieren, rüber, und dann gehst du wieder rauf. Hingegen macht ein Suzuki Swift oder ein GR86 und du fährst halt dann komplett die ganze Zeit fährst du drüber. Ja. Ne? Das ist halt ein Unterschied. Ja. Falls wir da noch was machen würden, würde ich davon ausgehen, dass wir da dann was gewinnen werden. Ja. Achso, ich verstehe. Weil das Teil, wovon du redest, glaube ich, weiter rausgeht, ne? Oder? Ich verstehe, was ich meine, ne? Ja, er meint, dass das neue Ding mehr Drup hat als der alte. Aber das, ich glaube, es ist das Gesamtpaket, sollte das sein. Aber der geht Stelle auch weiter raus. Oder geht er nicht weiter raus? Ich weiß nicht, ob der Entwicklungstempo weiter. Also er geht allein schon dadurch weiter raus, wenn man tiefer fährt. Das ist ja allgemein immer so ein guter Vorteil. Oh, der König vom Tieffahren. Man nennt ihn auch den Blanky-König von Waldorf. Ja, wie gesagt, hier ist noch relativ viel und dann konntest du auch ein bisschen später bremsen. Für eine Geschwindigkeit haben wir denn da im Regen, das will ich gerne mal wissen, am Regen gehabt, so am höchsten Punkt, höchste Geschwindigkeit? Der höchste Punkt ist hier, 153,9. Dann runtergebremst, bisschen mehr Minimum-Speed, dann wieder raus und hier sieht man auch, hier bist du ein bisschen anders gefahren. Man sieht es gar nicht in der Linie, aber du konntest deutlich länger am Gas bleiben, dann musst du kurz runter, auf dem gleichen Minimum wieder deutlich mehr wieder raus. Achso, nee, da war eine harte Regelung in einer Runde. Okay. Also und ich glaube leider sogar auch bei dem Cup R. Ja, beim Cup R kommst du aber wirklich
du hast wirklich, kommst sehr früh ans Gas wieder und kannst viel, viel Geschwindigkeit mit rausnehmen. Alle Runden zwischen den Reifen sehen sehr recht ähnlich aus. Ja. Ja, die Tendenz ist sehr ähnlich, ja. Also das sind jetzt alle drei, ich spule jetzt mal die Rot einfach durch, das sind alle drei Cup Air Runden und die Tendenz sieht immer sehr, sehr gleich aus. Aber da ist ihr habt eine 51,89, ne? 51,89 die erste, 51,234 die zweite und 51,690 die dritte. Unsere Zeit ist halt schneller, weil wir halt später dafür anfangen. Dafür, dass der Lars so eine Minute fährt, das ist schon ein krasser Unterschied, ne? Nein, das war Spaß. Ja, aber hier sieht man es wirklich und hier sieht man auch wirklich dann den Traktionsvorteil, also den Gripvorteil. Ich glaube, wenn man jetzt wirklich bessere Bedingungen hätte, man hört jetzt auch, wie sehr es gerade wieder regnet, einfach ein bisschen mehr fahren würde, dann würde man auch deutlich schneller fahren können, weil man den Grip dann einfach nutzen kann. Aber ich glaube, es gibt eine Idee, auch jetzt, also mit den GPS-Linien, jetzt kann man hier nochmal gucken, vielleicht ein bisschen drauf, wir können wirklich genau gucken, wo ist man langgefahren, wie weit ist man rausgefahren, das gleiche wie in dem Report. Und da kann man halt noch so viel mitmachen. Das war eigentlich der Plan für heute, aber jetzt nochmal zu zeigen, was sind die Möglichkeiten dann, wenn man ein bisschen was ins Auto einbaut, was gar nicht so wahnsinnig lange gedauert hat. Ja, das stimmt. Und dann die Tools dahinter hat, dann die das auswerten können, da kann man sehr, sehr viel machen. Worauf ich wirklich Lust hätte, wenn es warm wäre, für mich fürs Lernen, wenn das für mich cool wäre, dass wir beide versuchen, wirklich 2-3 Stunden, du fahren, ich fahren, du fahren, ich fahren. Einfach für mich, fürs Verständnis. Weil ich das eigentlich nie die Chance hatte, sondern all das Fahren war immer für mich alleine fahren oder gegen andere fahren und ich sehe das andere Auto nur fahren. Ich denke, dass das Auto mit Cup 2R und den Bedingungen so, dass man unter 50 Sekunden auf jeden Fall fahren kann. Das ist ganz, ganz sicher für mich. Für mich ist das Ergebnis sehr gut, weil es einfach wieder ein Faktor war, der dazu kam, der schlecht war. Und halt eine Runde und ich halt wirklich dieses neue Grip-Level erstmal verstehen musste. Man sieht es ja ganz deutlich, da wo du dich wohl oder gut gefühlt hast, sieht man wirklich dann den Grip-Unterschied. Also es gibt da ein paar Ecken, aber ein paar sieht man es halt nicht, weil einfach das halt in dieser einen Runde dann direkt merkt, okay, wie viel Grip ist das? Aber was man zum Beispiel bei Rennfahrern sieht, wenn die sich an neuen Reifen gewöhnen müssen, im Qualifying extrahieren, die brauchen wirklich, selbst gestandene Profis brauchen 3, 4, 5, 6 Quali-Schüsse am Anfang mit einem neuen Reifen, um zu verstehen, okay, wie ist der Grip-Unterschied zu einem gebrauchten, wie kann ich das am besten extrahieren, wie spüre ich, wie groß, ob der Reifen jetzt da ist oder nicht, wann ist er noch nicht da, wann ist er da, wie viel kann ich ihm abverlangen und wie ist seine Reaktion darauf. Und das in einer Runde zu machen, auch zum ersten Mal wie ich mit einem geheizten Rad zu fahren, was dann wirklich on point da ist, geht halt nicht. Deswegen hatten wir auch eigentlich überlegt, dass wir jetzt in Summe 3 Schüsse fahren. Deswegen auch noch die 3 Satz dabei. Die 3 Schüsse, achso, 3 Schüsse komplett, ja klar, ja. Dann mal nass. Ja, aber einfach um da auch die Zeit zu geben, das zu machen. Vielleicht haben wir die Chance, das nochmal zu wiederholen. Ja, ja. Vielleicht sind ja auch andere Komponenten dann vielleicht auch im Auto. Okay, ich danke allen, wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich mich bedanken soll. Ich danke wirklich allen für den wundervollen Tag und für super viele Informationen, super viel Input, dass ihr so offen seid, dass ihr wirklich so viel teilt und das Ganze einbauen ins Auto, also wirklich ganz, 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 ganz toll. Ich hoffe, ihr habt wirklich was mitgenommen. Das war heute ein Video oder 2 Videos, die sehr lang waren. Aber ich glaube, das Zuhören macht wirklich Sinn, weil die Jungs wirklich sehr offen waren und sehr viele Informationen geteilt haben, die eigentlich viele Rennteams ungern so wirklich nach draußen kommunizieren und wir davon wirklich auch profitieren können und was mitnehmen. Und nicht umsonst haben sie auch das mit nach Hause genommen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich denke, wir sprechen uns morgen oder Montag. Tschüss.